Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Angeln. Heute mit folgendem Thema. Unterwegs mit Angelglobetrotter Bodo Burke. Weltweit stellt er allen nach, was mit der Route zu überlisten ist. Man muss nicht immer tausende von Kilometern fahren, um einen Stör zu fangen. In der Eifel, genauer gesagt im Angelpark Barweiler Mühle, hat man gute Chancen, einen dieser Urfische an den Haken zu bekommen. Ganz nebenbei beherbergt dieser See auch noch riesige Forellen von bis zu 14 Pfund. Davon will sich Bodo Burke natürlich selbst überzeugen. Hallo Thomas. Hallo Bodo, ja? Schön dich hier zu sehen. Ja klar, ich hatte mal wieder keine Lust, 9000 Kilometer zu fliegen nach Kanada, um mir einen Stör zu fangen. Jetzt wollte ich mal hier versuchen, einen rauszukitzeln. Du wirst wieder hier einen dicken fangen. Ja klar. Ja, dann warte mal ab, ist im Moment noch im Regnen. Ja. Na, er sollte ein bisschen aufklaren. Ja, ich hab's gehört. Ja. Und dann zeige ich dir mal eine Stelle, wo ein ganz dicker ist. Und hast du noch ein paar schöne Forellen bei dir im Tümpel? Du Bodo, ich war gerade auf dem Weg oben zum dritten und wollte mir ein paar dicke Lachsforellen fangen. Ja, klasse. Ich muss noch ein paar filetieren und einlegen. Du sagtest doch, du hättest so 7-8 Kilo Fische bei dir? Ja, das sind super, super. Super Fische im Moment. Ja, dann ruf mich mal, wenn du einen gehakt hast. Ich versuche in der Zeit den Stör rauszuholen. Da zeige ich dir nachher, da kannst du mir dann keschern. Ja, okay. Ja, alles klar. Okay, sehen wir uns gleich. Bis nachher. Petri. Ja, für die Störangelei an dieser schönen Anlage benutzen wir nicht das ganz starke Material, sondern eine kleine Multirolle. Ich habe eine von Abu gewählt, eine 60 bis 80 Gramm Rute dazu passend, geflochtene 18-20er müsste das sein, mit einer ausreichenden Tragkraft. Dazu ein Schwimmer, der so austariert sein muss oder sollte, dass er möglichst diesen Bereich abdeckt. Das Blei sollte gerade den Boden berühren, aber der Schwimmer sollte leicht in Neige sein, dass man den fallenden sowie auch den hebenden Biss erkennen kann. Weil der Stör sehr geruchsintensiv über den Boden gründelt, habe ich eine spezielle Mischung gemacht aus Forelli und Käse. Wir fischen hier mit Powerbait, das ist eine Paste für Forellen zu fischen. Wir haben da eine ganz spezielle Technik hier bei uns, wie wir den Bait formen. Und zwar machen wir ein Kügelchen und stecken den Haken ganz hinein. Dann legen wir das über die rechte Hand und holen die Hälfte von diesem Bait, zwirbeln wir auf die Schnur drauf, sodass das aussieht wie so ein Tropfen. Und dann gehen wir hin und formen diesen Tropfen unten zu einer Trompete. Hier mal eine Laufprobe machen. Die Laufeigenschaften des Köders ist sehr wichtig, weil dadurch eine hohe Druckentwicklung entsteht und die Seitenlinienorgan des Fisches hier reizt wird, die ihn dann zum Anbiss quasi zwingt. Werden wir auch jetzt sehen. Dazu halten wir die Angel etwas hoch, sodass ein Schnurbogen entsteht, das den Biss von der Forelle abfängt. Wir versuchen eigentlich die Schleppkonsistenz von der Angel oder von dem Schwimmer immer gleich zu halten, damit kein Absinken oder Anschneiden des Köders dann erfolgt. Dicke Bodo, dicke, könntest du mal keschern?
Oh, die hat sich verheddert noch. Hat den Ast mitgezogen. Ja, wir sind hier eigentlich eine reine Forellenteichanlage. Wir besetzen auch Störe, Welse, Karpfen und sonstige Fische in gewaltigen Größen. Unser Konzept ist eigentlich nur, auf große Fische auszugehen. Kleine Fische fängt man überall, nur hier bei uns nur die großen. Nein, nicht hier, wo wir genießen. So eine herrliche Fische fängt man hier in der Eifel. Beim Thomas, in der Barbeiner Mühle. Irre. Herrlich. Ein traumhafter Fisch. In unserem zweiten Beitrag stellt Bodo Burke einem weiteren Süßwassergiganten, dem Silurus glanis, nach, besser bekannt als Wels. Zusammen mit zwei Angelfreunden begibt sich Bodo auf den Rhein. So, ah, da ist er, der Bodo. Grüß dich, Bodo. Hi, zu sehen. Ja, heute reißen wir die Waller raus. Ja, ja, klar. Und wie ist gelaufen die Tage? Super, super, super gelaufen. War gut. Ich hoffe, wir haben heute auch einen erfolgreichen Tag. Ich will mal hoffen, dass wir ein paar schöne große Wälse rausziehen heute. Ich würde sagen, wir packen es einfach an. Ja, sicher. Ich denke, das Wetter ist optimal hier, die Bedingungen sind gut. Würde ich sagen, los geht's, oder? Okay, Bodo. So, da du ja auch mit uns fahren willst und mein Boot leider für drei Personen ein bisschen klein ist, haben wir dir auch noch ein Boot besorgt. Ja, ist zwar nicht so groß, aber zum Absaufen reicht's. Danke, danke.
Sollen wir dich jetzt erstmal hinten dran binden oder willst du selber fahren erstmal? Kannst du ja mit Brötchen erstmal selber rauspaddeln? Ich komm danach. Gut, dann kannst du ein bisschen von weiter weg auch ein bisschen was filmen vielleicht. Dann machen wir das so. Dann treffen wir uns nachher draußen oben rein. Wunderbar. Da wollt ihr mal.